Am letzten Tag im August ging der Rufbus der Regionalbus Leipzig GmbH in Colditz feierlich in Betrieb. Damit wird die Mobilität in der Schlossstadt noch einmal auf ein höheres Level gehoben. Und auch über dessen Grenzen im näheren Umland hinaus. Für Thomas Fröner, Leiter Organisation bei Regionalbus Leipzig, ein denkwürdiger Tag. Diese Premiere im Stadtverkehr ist ein wichtiger Baustein in einem der größten Verkehrsprojekte im Landkreis. Auch für Landrat Hendrik Reichen ist die Dynamik und Wachstumsrate der Mobilisierung im Landkreis bedeutend. Das Projekt sei gut für Colditz. Durch die Vernetzung der Ortsteile mit deren Siedlungsstruktur und auch durch die Direktanbindung zur Bahn erschließen sich viele Vorteile. Was ist neu? Auf den Punkt gebracht kann man den Rufbus per Anruf über das MDV-Infotelefon unter 0341 91 35 3591 buchen. Dies geht auch online unter www.rufbus.regionalbusleipzig.de. In naher Zukunft wird man die Bestellung auch über die MoveMe-App tätigen können. Der Geschäftsführer der Regionalbus Leipzig GmbH, Andreas Kultscher, ging auf weitere Hintergründe ein. Und das Gute ist, das System ist flexibel. Wer also einen guten Vorschlag hat für die Einrichtung einer weiteren Haltestelle, dann einfach Bescheid sagen. Wir können Haltestellen für diesen Rufbus in dem Bediengebiet, was ich genannt habe, jederzeit ergänzen und eben zusätzlich einrichten. Steffen Lehmann, Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes, würdigte auch die Mobilitätserweiterung im Rahmen des ÖPNV im ländlichen Raum. Für Colditz um Bürgermeister Robert Zillmann ist das neue Angebot von großer Bedeutung. Wir sind flexibel, wir sind nicht mehr gebunden an den Schulbus, der 6.11 Uhr abfährt und 15.12 Uhr zurückkommt und ansonsten war es das. Nein, die Dörfer werden jetzt viel attraktiver angebunden und zwar bedarfsgerecht. Wir haben nicht mehr diese riesengroßen Busse, die, wir kennen es alle, leer durch unsere Ortschaften fahren, sondern wir haben jetzt wirklich einen Bus, der kommt, wenn er auch gebraucht wird. Übergeben wurden im Anschluss große Haltestellenübersichten an Einrichtungen, die durch dieses Angebot nun besser vernetzt sind. Der Rufbus kann von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 12 und von 15 bis 20 Uhr in Anspruch genommen werden. Am Wochenende von 9 bis 16 Uhr. Bis zu einer Stunde vor der gewünschten Abfahrt kann man den Rufbus auf den angegebenen Wegen bestellen. Dann heißt es, nur noch rechtzeitig zur vereinbarten Zeit an der Haltestelle, die man als Abfahrtsort bestellt hat, sich einzufinden und los geht es zur Zielhaltestelle. Der Weg zur Zielhaltestelle wird durch das Personal vom Regionalbus Leipzig optimal gestaltet. Neben den bekannten Haltestellen in Colditz sind 17 weitere Haltestellen dazugekommen, die von Erlen über Tandorf bis nach Erlbach und Hohenbach reichen. Der Rufbus wurde von den Besuchern genauestens unter die Lupe genommen. Um auch Kinderwagen, Rollatoren und Rollstuhlfahrer mitnehmen zu können, ist der Bus mit einer dementsprechenden Rampe ausgerüstet, sodass dieser Service auch für Mutter und Kind sowie für Menschen mit Handicap zu nutzen ist. Auf der Linie 624 können alle Vorteile, die ein Fahrgast in Anspruch nehmen kann, eingesetzt werden. Hier sei nochmals auf das Seniorenticket verwiesen. Ansonsten ist der Einzelfahrpreis für die Fahrt zu entrichten. Mit dem Startschuss wünschen die Beteiligten allzeit gute Fahrt und ein erfolgreiches Modellprojekt für die Stadt Colditz.